Ich lese den Text von Linus Giese. Das Leben, das ich kannte, ist in den vergangenen Tagen zu einem plötzlichen Stillstand gekommen, wie bei den meisten anderen Menschen auch. Ich versuche mich selbst damit zu trösten, dass viele noch härter von Einschnitten und Entbehrungen getroffen sind als ich. Aber es ist nicht immer einfach. Während dieser Pandemie in meiner Wohnung sein zu müssen, ist für mich das Schlimmste gerade. Bevor ich hier einzog, wohnte ich in einer Wohngemeinschaft, gemeinsam mit einem leicht verschrobenen, aber sehr liebenswerten Hund. Seit ein paar Monaten wohne ich alleine, in einer kleinen Einzimmerwohnung. In diesen seltsamen Tagen wünsche ich mich oft zurück in diese WG, zurück in mein Bett, in das sich der Hund so oft neben mich legte, oder zurück an unseren Küchentisch, weil wir dort gerne saßen und über die Lage der Welt diskutierten. Da gäbe es jetzt einiges zu besprechen. In meiner neuen Wohnung bin ich nie so richtig angekommen. 2 Monate, nachdem ich alles aus den Umzugskartons ausgepackt hatte, wurden bei mir im Hausflur die Briefkasten und Klingelschilder mit meinem alten Namen überklebt. Ich bin ein Transmann. Es ist mehr als 1 Jahr her, dass ich meinen Namen offiziell geändert habe. Doch mein alter Name ist noch überall bekannt und relativ leicht herauszufinden. Ich schreibe Zeitungsartikel, sitze auf Podien und erzähle 15.000 Followerinnen auf Twitter von meinem Leben. An Hass im Netz bin ich mittlerweile gewöhnt. Aber ich war noch nicht daran gewöhnt, dass dieser Hass mich auch offline treffen könnte. 2 Wochen später stand an einem Samstagabend ein Mann vor meiner Wohnungstür. Ich konnte ihn durch meinen Türspion sehen. Er harrte fast 45 Minuten aus. Er klopfte und klingelte. Währenddessen saß ich auf meinem Küchenfußboden und hatte panische Angst. Diese panische Angst ist bis heute geblieben. Ich habe seitdem viel Zeit in anderen Wohnungen verbracht. Im Januar habe ich meinen Job verloren, der mir ein bisschen Struktur und Routine gab. Das Buch, das ich gerade schreibe und das im August erscheinen soll, habe ich überwiegend an fremden Schreibtischen und in Zügen und Cafés geschrieben, aber nicht in meiner eigenen Wohnung. Die panische Angst geht einfach nicht weg. Sie wird eher immer schlimmer. Wenn ich in meiner Wohnung bin, bekomme ich Panikattacken. Wenn es an meiner Tür klingelt, beginnt mein Herz zu rasen. Wenn ich Geräusche im Hausflur höre, halte ich den Atem an. Meine Therapeutin sagt, dass es 3 Jahre dauern kann, bis ich mich beim Aufschließen der Haustür nicht mehr umschauen muss. Ich habe die Kontrolle über gewisse Dinge verloren und kann mir das auch nie mehr zurückholen. Ich kann das nur akzeptieren. Ich muss für mich akzeptieren, dass es ab jetzt immer ein Teil meines Lebens sein wird, dass Menschen im Internet meine Adresse kennen und wissen, wo sie mich finden können. Es ist eine beängstigende Vorstellung für mich, die nächsten Wochen oder Monate auf mich selbst zurückgeworfen in dieser Wohnung verbringen zu müssen. Es ist schwierig für mich, alleine und isoliert zu sein. Ich bin kein Mensch, der viel telefoniert oder Skype benutzt. Ich treffe Freundinnen gerne in Cafés oder auf Lesungen. Ich gehe gerne mit ihnen zu Demos. Es ist noch nicht so lange her, dass ich mit einer Gruppe von Freundinnen angefangen habe, zusammen zu kochen, zusammen zu essen, zusammen Filme zu schauen. In dieser Situation fehlen mir diese Gespräche. Mir fehlt körperliche Nähe. Mir fehlen Umarmungen. Es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal länger umarmt wurde. Meine Therapeutin ist für mich eine wichtige Bezugsperson. Deshalb war auch einer meiner ersten Gedanken, ob ich trotz Ausgangsbeschränkungen weiter zu ihr gehen kann. Ihre Praxis ist in Potsdam. Ich wäre 1 Stunde unterwegs zu ihr gewesen. Ich war erleichtert, als sie mir anbot, stattdessen zu telefonieren oder Videogespräche zu führen. Beides ersetzt keine herkömmliche Therapiestunde, aber es ist besser, als ganz darauf verzichten zu müssen. Ich fragte mich, wie es anderen Patientinnen geht.
Fahren Sie weiter zu Ihren Therapiesitzungen? Werden Ihnen Alternativen angeboten? Entstehen da gerade Versorgungslücken? Ich stellte diese Frage auch meinen Followerinnen auf Instagram. Eine Person erzählte mir, dass sie nach monatelangem Warten Angst davor hat, dass das Erstgespräch nun abgesagt wird. Eine andere Person verbringt die nächsten Wochen bei ihren Eltern, die nichts davon wissen, dass sie trans ist, und verliert ihren Therapieplatz, den sie gerade erst in einer anderen Stadt gefunden hatte. Eine Transfrau berichtet, dass sie seit 14 Monaten darauf wartet, dass ihr Hormone verschrieben werden. Jetzt wird ihre Suche nach einem neuen Therapieplatz durch die aktuelle Situation deutlich erschwert. Ich denke gerade sehr viel darüber nach, was dieses monatelange Warten oder der Verlust von Therapieplätzen für Transmenschen bedeuten könnte. Manche Transmenschen befinden sich gerade im Prozess der Namensänderung. Wird die Erstellung der Gutachten weiterlaufen können? Oder wird das auch alles zum Stillstand kommen? Wie lange werden Sie auf Ihre Namensänderung warten müssen? Ich bekomme in 2 Wochen das nächste Mal meine Testosteronspritze. Ich gehe dafür in ein Gesundheitszentrum. Als ich vor ein paar Tagen da war, erzählte die Arzthelferin, dass sie vielleicht die Sprechstundenzeiten reduzieren müssen. Und sie sagte, wenn wir schließen müssen, dann gehen wir pleite. Was wird in 2 Wochen sein? Kann ich dort weiter mit Testosteron versorgt werden? Ich lese auch, dass bestimmte Hormonpräparate von Lieferengpässen betroffen sind. Für Transfrauen wird es gerade immer schwieriger, an Östrogengel zu kommen. Was wird mit meinem Körper passieren, wenn ich in der nächsten Zeit auf meine Spritze verzichten müsste? Auf Twitter las ich, dass eine Transfrau erzählte, dass ihre geschlechtsangleichende OP abgesagt wurde. Bei einem anderen Transmann wurde das Vorgespräch für die Mastektomie abgesagt. Natürlich, die Betten und die medizinischen Kapazitäten werden nun anderweitig gebraucht. Aber was bedeutet das für diese Menschen, die so lange auf ihre Operation warten mussten? Für die diese Operation teilweise überlebenswichtig sind? Mein Termin für die Mastektomie ist am 26.01.2021. Ich werde dann 1,5 Jahre darauf gewartet haben. Darf ich davon ausgehen, dass der Termin stattfinden wird? Ich weiß es gerade nicht. Wahrscheinlich weiß das niemand so genau. Ist es falsch, angesichts einer weltweiten Pandemie darüber nachzudenken, was dies auch speziell für Transmenschen bedeuten könnte? Das National Center for Transgender Equality schreibt, dass Transmenschen ein größeres Risiko haben, schwerer an Covid-19 zu erkranken. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer von 5 Transmenschen leidet unter einer chronischen Erkrankung, Diabetes, Arthrose, Asthma und viele Transmenschen befinden sich in einem schlechten Gesundheitszustand, weil sie sich aus Angst vor Diskriminierung nicht trauen, zum Arzt zu gehen. Andere sind aufgrund prekärer Lebensverhältnisse nicht krankenversichert. Die Probleme, die Transmenschen in den meisten Gesundheitssystemen haben, existieren schon lange. Es wurde nur viel zu selten darüber gesprochen. Sprechen wir jetzt endlich darüber? Natürlich darf mich angesichts dessen die Frage beschäftigen, was dieser Virus für Transmenschen bedeutet, also für meine Community. Auf Instagram habe ich Menschen, die gerade auf Therapieplätze warten müssen oder deren OPs abgesagt wurden, angeboten, mir zu schreiben. Ich kann das nicht auffangen, aber vielleicht hilft schon ein Gesprächsangebot. Vielleicht hilft es schon, gesehen und wahrgenommen zu werden. Wie werde ich die nächsten Wochen und Monate verbringen? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, es wird schwer. Ich werde in meiner Wohnung sein und mein Buch fertig schreiben. Mehr habe ich mir noch nicht vorgenommen. Ich glaube, die Herausforderung, diese Zeit gut zu überstehen, ist groß genug. Da muss ich nicht auch noch Yoga machen oder 2 Fremdsprachen lernen. Was ich aber unbedingt brauche, ist eine neue Self-Care-Routine. Das klingt vielleicht seltsam, aber ich habe erst in den letzten Monaten gelernt, mich um mich selbst zu kümmern. Vorher hasste ich mich um meinen Körper. Er war mir unerträglich. Dann fing ich an, zum Friseur zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen, in Cafés zu gehen, neue Kleidung anzuprobieren,
und ich machte dabei Selfies von mir. Für viele klingt das wahrscheinlich nach ein paar Kleinigkeiten, auf die ich auch problemlos ein paar Wochen verzichten könnte. Aber durch diese Kleinigkeiten lernte ich, meinen Selbsthass zu kontrollieren, der mich davor jahrelang zermürbt hatte. Ich möchte nicht, dass dieser Selbsthass zurückkommt. Was ich mir wünsche, während ich aus meinem Fenster blicke: mehr Empathie miteinander, mehr Verständnis, mehr Wohlwollen, mehr Nachsicht, mehr Solidarität. Die Absage einer einzelnen Operation mag im Vergleich zu den steigenden Todeszahlen sicherlich eine Kleinigkeit sein, aber sie kann für den betroffenen Menschen dennoch schmerzhaft, niederschmetternd oder erschütternd sein. Ich wünsche mir, dass wir all diesen Gefühlen und Bedürfnissen Raum geben können. Ich wünsche mir, dass wir uns gegenseitig zugestehen, dass wir in dieser Ausnahmesituation unterschiedliche Schwerpunkte setzen dürfen. Das war der Text von Linus Giese.